Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch an neue Zuschauer. Ja, neueste Folge White 3. Wir haben heute Freitag, den 5.6. 20.33 Uhr. Ja, und ich habe jetzt meinen Wasserfilter bekommen. Oder wie nennt man das? Standwasserfilter. Ja, das ist der kleinste von allen, der Mini. Die Marke Acala. A-C-A-L-A. Acala Quell. Könnt ihr ja mal googeln. Kann ich sehr empfehlen. Aber informiert euch da selber drüber. Das wird sonst zu weit führen hier. Ja, ich hatte mir früher ein Destilliergerät gekauft für 250 Euro, hat aber auch 5 Jahre Garantie. Das werde ich jetzt verkaufen. Ich habe es fast nie benutzt, weil das dauert ja 2 Liter 2 Stunden, 4 Liter 4 Stunden. Und dann muss man auch immer sauber machen. Und naja, ich wollte jeden Tag sauberes Wasser haben. Und das ist mit dem Gerät gewährleistet. Ja, und jetzt habe ich einen ganzen Tag frisches Wasser. Filtert auch fast alles raus. Also zu 99,9%. Ja, und das schmeckt man auch und ist für die Gesundheit mit das Allerwichtigste, was man machen kann. Ich habe ja für neue Zuschauer, könnt ihr ja mal reinschauen in meine Playlist. Die heißt Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Ja, und da habe ich Videos drin von anderen YouTubern, die ich verwenden darf. Auch ein paar Videos drin wegen anderen Sachen. So, meine lieben Freunde, soll es losgehen? Der Kaffee schmeckt auch ein Ende besser. Und ich habe für ein ganzes Jahr jetzt auch Kalkfilter. Ganz oben drauf kommt noch ein Kalkfilter. Und dann ist ja auch gar kein Kalk mehr im Wasser drin. So. Wir haben, glaube ich, nicht alles fertig gemacht. Das hat er wohl gespeichert. Das war's, ne? 3, 3. Ja, hier war das Regenrennen. Da müssen wir eine Maschine haben mit besseren Handling. Ja, dann machen wir die 3 noch fertig. Einmal hier. Da müssen wir aber auf den leichtesten Schwierigkeitsgrad gehen, weil das sehr schwer ist. Die Strecke ist generell auch bei Regen schwer. So, was haben wir hier für eine Strecke? Daytona. Und dann noch eine Meisterschaft. Ja gut. Wir können mal gucken, was wir noch für Maschinen haben. Für das Regenrennen. Es geht bis 590 pp, aber die Gegner... Na okay, wir können es anders probieren. Die haben wir getuned. Ihr seht ja auch, die hat einen Spezialauspuff auch dran. Abramovic, oder wie der heißt, ist in echt auch sehr geil. Kommen auch Flammen raus. Müsstet ihr die letzte Folge anschauen. Die ist sehr stark. Ja. Handling 6-8 7-0. Ja, könnten wir machen. Was gibt's denn hier noch für Maschinen zu kaufen? Eigentlich haben wir schon fast alles. Ach, ich wollte die Gratis-DLCs runterladen. Das werde ich in der nächsten Folge definitiv machen. Das habe ich jetzt vergessen. So. Ja. Die haben wir ja alle schon. Die sind alle... Ein Band müssen wir freischalten. Aber wenn ich mir das so angucke. Oh, die sieht ganz geil aus. Die ist von 1992. Wir nehmen die hier.
MV Augusta. Wir wollen auch mal eine Maschine, da werden wir die Brutale. Die heißt Brutale. Wie die Marke war, weiß ich jetzt nicht. Die ist aber auch wirklich brutal. Mit der haben wir das erste Mal die Viertelmeile Drag Racing gewonnen. Die hat auch die krasseste Beschleunigung. Ist in meinen Videos schwer wiederzufinden, weil ich im Titel nicht angebe, welche Motorräder wir fahren. Sollte ich vielleicht mal machen. So, dann wollen wir mal sehen. Es regnet. Das ist klar. So, wir haben ganz leicht noch drin. Ach, jetzt war die Bremse ja, die muss raus. Die muss auf jeden Fall ausgekoppelt, das ist wichtig. ABS auch. Anti-Wheelie ist auf jeden Fall wichtig. Drin lassen. Drucken automatisch. Ja. Wir werden mal Schwierigkeitsausgleich. Stell den KI-Schwierigkeitsgrad auf der Grundlage deiner Leistung automatisch an. Was ist denn leichter? Aus. So, jetzt ist das besser. Es geht nur darum, dass wir das schaffen. Wir machen das mal aus. So. Zigarette machen wir auch aus. So. Wünsch mir Glück. Oh, Alter. Nee, das müssen wir zurückspulen. Ich bin froh, wenn wir das hier fertig haben. Ah, schade. Wir müssen weiter zurück. So ein bisschen spät auf der Bremse. Ah, das sieht sehr gut aus. Na, ein bisschen zu weit. Wunderbar. Die hat ein bisschen mehr Power. Aber wir haben besseres Kurvenverhalten. Dafür haben wir sie auch ausgewählt. Na gut, das war jetzt nicht so gut. Na, auf der Geraden haut sie ab, aber die kriegen wir auf der Bremse. Weit weg. Oh, das ist zu weit, ne? Ja, ist zu weit. Ah, schwer, weil die so viel Power hat. Oh, Mensch, du! Wir müssen nur einmal dran vorbeikommen. Oh, die Bremsen sind scheiße. Mensch. Na, ja, es ging jetzt nicht anders. Ich glaube, die müssen wir noch tunen. Ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen cheaten hier. Ist mir auch egal. Ich will hauptsächlich das einfach nur hinter uns haben. Oh, die hat so viel Power, eine gute Beschleunigung. So eng die Kurven, wir müssen jetzt mal ein bisschen cheaten hier.
So. Müssen wir sie nur hinter uns halten. Vorsichtig. Innen bleiben. So. Die kommt nicht mehr vorbei. Na wunderbar. Dann haben wir das hinter uns. Ja. Errungenschaft. Ein nasser Sieg. Ah, cool. Na, da mussten wir jetzt cheaten. Das ging nicht anders. Das hätten wir sonst nicht geschafft. 50 Event. Aha. Sieht er. Okay. Die hatte ja auch ein Ende mehr Leistungspunkte, wie ihr seht. Obwohl wir auf leicht... auf leicht zocken. Aber... ja, besondere Grüße gehen raus an den Storm Eagle. Storm Eagle heißt er, nicht Eagle Storm. Storm Eagle. Den ersten Teil von Command & Conquer werde ich mir diesen Monat auf jeden Fall kaufen. Und dann werden wir mal zusammen im Multiplayer zocken. Neuer Abonnent von mir und bei Steam hat er mir eine Freundesanfrage gesendet. Wenn ihr das auch wollt, mir mal eine Freundesanfrage senden und mit mir zusammen zocken wollt, seht ihr oben links ja mein Steam-Name. Wenn ihr den genauso eingebt, also Robin Hood, dahinter ist noch ein Gleichzeichen auf der Tastatur und dann eben .de, dann könnt ihr mir auch, wenn ihr Bock habt, eine Freundesanfrage senden. Würde mich freuen. So. Nein, bestimmt nicht. Neu starten. So. Aber wir werden auf jeden Fall die Suzuki nehmen. Ja. Und das werden wir auch schaffen. Daytona ist, braucht man Power. Und die Suzuki hat richtig Power. So. Gehen wir jetzt aber wieder höher hier. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Wir gehen wieder Schwierigkeitsausgleich. Dann passt er das unseren Leistungen an in der ganzen Karriere. Und hier gehen wir wieder auf 40. Dann haben wir auf leicht. Mal sehen. So. Alles klar. Komm mal, Flammen aus dem Auspuff. Ach, das ist diesmal mal ein anderer Startpunkt. Ich kenne die Strecke auswendig. Kommt gleich die links, rechts oder? 280 schafft sie. Oh. Ja, sogar 285. Das schwer mit dem Motorrad hier die Steilkurven. Oder ist das nur... Nee, wollte was sagen. So, jetzt kommt eine ganz scharfe Linkskurve. Auch nicht. Oder ist das nur ein Oval? Zweite Runde. Ach, Strafe. Oh, da müssen wir aber... Das ist blöd. 2 Sekunden. Müssen wir Vorsprung haben. Wir sind zu weit links über die gelbe Linie gefahren. Wir haben nur 7 Zehntel Vorsprung. Das könnte... So, aber jetzt haben wir mehr Vorsprung. Aber 2-2 ist schon viel. Ah, jetzt setzen wir uns ab. Ja. Wie viel Vorsprung? 2-4. Wunderbar. Oh!
Mann, 4K ist das schon echt geil. Wir zocken ja eigentlich immer 4K jetzt. Jawohl, ohne Bremsen. So, ich glaube, auch überrunden wir schon. Da müssen wir gut durchkommen. Ah, wir haben es geschafft. Geil. Das sollte gereicht haben für den ersten Platz. 11.000, oder? Das ist ordentlich. Hat die gleiche Maschine gehabt. Die ist sehr gut, die Suzuki. In der Klasse, die man, da kann man nicht so viele Motorräder kaufen. Da ist die Suzuki eigentlich auch die beste. So, erster Platz. Jetzt kommt die Meisterschaft. Ach, jetzt sehe ich die Spinne. Ich habe auch zwei Fliegen hier, aber die lassen mich in Ruhe. Aber die Spinne, die sucht sich immer einen neuen Platz. So eine mit den langen Beinen. So einen kleinen Körper. Aber die lasse ich hier auch drin. Die krabbeln nicht übers Bett. Aber ich hatte mal hier eine große schwarze drin. Na, die haue ich mit der Fliegenklatsche platt. Weil normalerweise töte ich generell gar keine Tiere, auch keine Insekten. Aber so eine große schwarze, die haue ich platt. Die sind eklig. Aber eine Kreuzspinne, kennt ihr bestimmt auch, die kommen nicht in die Wohnung rein. Die sind wohl ein bisschen schlauer. So, mal eine Fluppe anmachen und Kaffee. Ja, und wie gesagt, wir machen jetzt ja immer kürzere Folgen. Denn ist das schneller in 4K von YouTube bereitgestellt. Ich lade das aber schon, also ich lade es ja hoch, aber ich mache es auf nicht gelistet, bis es auf 1080p ist. Und dann gebe ich es schon frei ab 1080p. Wenn ihr das in 4K denn sehen wollt, müsst ihr so noch so 2-3 Stunden abwarten, dann ist es auch in echten 4K. So. Autodromo. Imola. Ja, geil. Ich hoffe mal, das ist die ganze Strecke. Macau ist nicht so toll. Die mag ich überhaupt nicht. Aber Nürburgring ist natürlich geil. So, machen wir. Ist ja klar. Ich überlege noch was. Na, wir haben nicht so viel Geld, sonst hätte ich noch mehr getunt. Obwohl eins möchte ich noch machen. Gehen wir mal kurz raus. Das speichert er hier. Ich weiß nämlich noch, dass sie nicht die richtigen Rennreifen hat. Die hier haben wir. Wieso? So. Das sind die allerbesten. Das sind Slicks. Da hat sie 7-0er Fahrverhalten. Seht ihr? Hinten vor einem. Ah, da kann man jetzt nicht raufschauen. Nö. Gut. Hatten wir die Bremsen gemacht? Nein. Ist auch sehr wichtig. Das werden wir uns kaufen. Für die Meisterschaft werden wir bestimmt viel Geld bekommen. Bremsen ist immer wichtig. Weil dann kann man die Gegner ausbremsen. Auf der Bremse. Oh, da gibt es sogar noch Fahrverhalten. Bremssättel. Federung. Das sieht man noch. Oh ja. So, das muss aber reichen. Sonst wir müssen noch ein bisschen Geld sparen für ein neues Motorrad. Renngetriebe hatten wir drin. Ach, da geht auch Rennumbau. Das kostet aber sehr viel. Ja, das werden wir auch mal bei der. Ich glaube, bei der Brutale werden wir das machen. Das können wir uns auch noch nicht leisten. Aber wir werden es auf Dauer mal machen. So. Dann hat er gespeichert. Oh, dann kommt die Meisterschaft auf 40%.
Imola kenne ich natürlich auch auswendig. Im Dunkeln, ja, das macht nichts. Ich glaube, da ist die FPS. Wir haben jetzt, na, seht ihr ja auch, 45, aber so. Mal sehen. So, wir können später bremsen, wie ich euch gesagt habe. Das Fahrverhalten, ja, die ist sehr geil, die Suzuki. In der Klasse hier, da könnten wir sogar den Schwierigkeitsgrad noch weiter erhöhen. Mit einer unserer besten Maschinen momentan, immer noch, nach 17 Stunden Spielzeit. Na, wir hätten den Schwierigkeitsgrad noch höher setzen können. Das werden wir dann in der nächsten auf Nürburgring machen. Dass wir jetzt so viel stärker sind, hätte ich nicht gedacht. So, die erste Runde ist fast vorbei. Was ist jetzt hier noch? Geht's gleich bergunter. Und dann kommt eine Doppellinks. Da sind wir schon wieder auf Start und Ziel. So, jetzt nochmal links. Und dann sind wir auf Start und Ziel. Die kenne ich von der Assetto Corsa auswendig. Aber dass wir so viel stärker sind, hätte ich auch... Ach, hier ist noch eine Schikane eingebaut. Oh. Na gut, eine Strafe, oder? Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Ja, man ist nicht mehr so motiviert. Ah, Moment, der Motor ist so laut. Man ist nicht mehr so motiviert, weil wir jetzt keine Duelle haben. Und ihr wisst, wie ich das meine. Deswegen wollen wir sehen, dass wir zügig auf den Nürburgring kommen. Werden wir mal auf 50, 10 Zacken höher die Schwierigkeit setzen. Oh. Boah, die ist schon ganz schön stark. Man kommt schnell um die Strecke rum. Mit was für einem Auto man diese Maschine vergleichen könnte, weiß ich nicht. Aber wir müssen mal sehen von der Rundenzeit. Naja gut, wir haben bei Start und Ziel noch eine Schikane eingebaut. Dass die Gegner 10 Sekunden Vorsprung. Also, dass die Gegner so schwach sind, das hätte ich jetzt aber wirklich nicht gedacht. Deswegen, es ist nicht immer gleich. Also, von Strecke zu Strecke ist das leider unterschiedlich. Also, wenn wir jetzt hier 40 haben, ist das nicht auf jeder Strecke so. Auf Imola sind sie wohl besonders schwach. Da müsste man dann schon auf 60 oder vielleicht sogar 70 gehen. Aber das kann man leider vorher nicht wissen. Ja, ich werde gleich noch schön bis 22.30 Uhr höre ich heute Musik. Heute ist ja Freitag.
Ich muss bloß mal sehen, dass ich wieder früher, dass ich mehr zocke. Momentan passiert ja ziemlich viel in der Welt. In Deutschland ja auch, und in der Welt passiert ziemlich viel. Und da schaue ich dann halt sehr viel momentan YouTube über die Lage in Deutschland und jetzt auch in Amerika. Ja, man will halt auf dem Laufenden bleiben, aber ich übertreibe das immer ein bisschen. Und ein Video nach dem anderen, das muss ich mir mal wieder abgewöhnen. Kann auch süchtig machen. Ich mache das schon über Jahre. Naja. Obwohl, wenn ich jetzt 20 wäre, ich bin jetzt ja auch schon, werde dieses Jahr 40, da spielt man nicht mehr den ganzen Tag. Also ich habe früher auch ein Ende mehr gezockt. Morgens ging das schon los und fast den ganzen Abend. Ich hätte gerne den neuen Nintendo, den Nintendo Switch. Dann könnte ich auch Super Mario und sowas alles mal wieder spielen. Ich hätte echt Bock auf die neue Nintendo-Konsole. Aber Gesundheit ist auch sehr wichtig, mit das Wichtigste. Und na, ich habe einige Wünsche noch, was ich mir gern kaufen würde. Bloß wenn ich natürlich euch das auf meinen YouTube-Kanal mit Super Mario und so und Donkey Kong und was da nicht alles gibt, wenn ich euch das, ich weiß nicht, ob man das wie auf der PlayStation 4, auf der PlayStation 4 kann man ja, ich glaube, eine halbe Stunde Videos machen und das direkt auf YouTube hochladen. Ob das mit der Nintendo Switch auch geht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich werde mit Nintendo so lange warten, weil Ende des Jahres kommt ja die Xbox raus, die neue, und die PlayStation 5. Also ich hoffe mal auf der PlayStation 5, dass wir nach Gran Turismo Sport auch noch Gran Turismo 7 bekommen. Das war ja eigentlich so geplant von den Entwicklern. Auf der PlayStation 3 haben sie uns noch versprochen, wir kriegen Gran Turismo 7. Auf der PlayStation 4 mit 1000 Autos. Aber der Entwickler ist ja ein Perfektionist. Und das hat er wohl nicht geschafft. Es wäre natürlich geil, auf der PlayStation 5 Gran Turismo 7 mit 1000 Autos in der Qualität. Also da hätte man jahrelang wieder was zu tun. Das wäre geil. Nur dann würde ich mir die PS5 kaufen. Zu Release auf jeden Fall nicht. Ja, und ich denke mal, wenn eine neue PlayStation und eine Xbox kommt, wird auch eine neue Nintendo kommen. Aber das weiß ich noch nicht. So, das war viel zu einfach. Alles Suzukis. Na, nicht alles, aber ja. Ja, wir gehen mal lieber nicht auf 50. Ich weiß es nicht, was am Ende dabei rauskommt. Ja, wir können es jederzeit neu starten. Nee, das weiß ich nicht, ob man das neu starten kann in der Meisterschaft. Dann gehen wir mal auf 50. So. Alles klar. Ja, die ziehen schon gut ab. Aber wir werden sehen. Meistens sind die hier auch ziemlich schwach. Aber unsere Maschine ist auch geil getuned. Also, da haben die Gegner das auch schwer. Geht links weiter, das ist die Nürburgring GPF. Naja, aber die Gegner sind noch in Schlagdistanz. Na, dann werden wir auch ein Motorrad gewinnen. Und wieder ein Band haben wir dann abgeschlossen wieder.
Michael Schumacher S. Steht da rechts am Schild auch drauf. Ja, Michael Schumacher steht leider nicht mehr auf. Er ist ja auf der Skistrecke übel auf den Kopf gefallen. Und ja, traurig, aber er lässt sich nicht ändern. Aber der hat halt das Leben auch am Limit gelebt. In meinen Augen auch einer der allerbesten Formel 1 Rennfahrer, Michael Schumacher. Da würde Vettel wahrscheinlich auch sagen, dass Michael Schumacher besser war als Vettel. Oh! Ja, da muss man sich konzentrieren. Ein bisschen zu spät auf der Bremse. Hey! Oh. Na, jetzt haben wir 10 Zacken höher gestellt. Also mit der Susi hier, die ist wirklich sehr stark. Da können wir bald auch schon... Beim nächsten Jahr ist Macau. Leider. Macau mag ich überhaupt nicht. Da hätte ich lieber Monaco gehabt. Monaco ist natürlich ein Highlight als Straßenkurs. Aufnahme geht 31 Minuten. Ja, ich zeichne nur noch von Steam, habe ich ein Aufzeichnungsgerät. Das heißt Action und hat dahinter noch ein Ausrufungszeichen. So würdet ihr es bei Steam finden. Action und dahinter noch ein Ausrufungszeichen. Das rendert das Video schon im Hintergrund. Das brauche ich nicht mehr rendern. Das macht er alles automatisch im Hintergrund. Ich kann es dann einfach hochladen. Spart eine Menge Zeit. Ja, und man ist oben alles eingeblendet. Auch die FPS. Und wie lange die Aufnahme geht. Also jetzt, ich glaube, 32 Minuten steht da oben. Dass mein Mikro funktioniert, sehe ich auch. Ist ein sehr gutes Aufzeichnungsgerät. Ja, die Gegner sind nicht so weit weg, aber wir sind halt mit unserem Motorrad sehr stark unterwegs. Wir haben sie ja gerade noch ein bisschen getuned und... Ja. Wollen wir mal sehen, dass wir jetzt die Kurve besser bekommen. Ich will auch mal noch... Ich habe ja bei Steam sehr viele Spiele. Also über 300 Spiele habe ich insgesamt schon. Und wie lange habe ich jetzt meinen PC? Also 4 Jahre habe ich meinen PC jetzt. Aber wir zocken jetzt ja hier auf dem Cloud-Rechner. Ja, und das läuft erst rein. Wie ihr seht. Der hat ein ganzes Jahr lang 30 Euro gekostet, dieser Cloud-Rechner. Und jetzt kostet er nur noch 12,99 €. Das ist ein Spitzenpreis. Also wenn ihr daran interessiert seid, Shadow bei Google eingeben, Shadow Tech. Das ist ein französisches Unternehmen und es gibt nichts Besseres auf dem Markt. Ihr habt einen vollwertigen Rechner und was auch richtig geil ist, der Download, wenn ihr darüber ein Spiel runterladet, habt ihr einen Download von 1 Gigabit. Also 1 Million. Nicht 100.000, sondern 1 Million, so wie bei Ultraglasfaser. Aber es kommt meistens nicht auf 1 Gigabit im Download, aber auf 500.000, das schafft er. Ja, das ist ein großer Vorteil. Ich habe hier auf dem Dorf normalerweise eine 100.000er Leitung und da haben wir dann 500.000. Die Spiele werden ja auch immer größer. Und im Upload habe ich hier auf dem Dorf mit Glasfaser 20.000 und ich habe jetzt ein Upload für YouTube von 100.000. Also da habe für YouTuber ist so ein Cloud-Rechner sehr gut.
Ja. Und ich zock nur noch über einen Cloud-Rechner. Und jetzt für 12,99 € ein Top-Preis für 3 Beutel Tabak. Kann man nichts sagen. Ja, wir können sogar in 4K zocken. Na? So. 50 Schwierigkeitsgrad. Ja, es kommt Macau. Also da werden wir nicht höher gehen mit dem Schwierigkeitsgrad. Die ist generell schon ziemlich schwer, die Strecke. Stadtstrecke. So. Aber optisch ist sie ziemlich geil. Gut. Hier sind die Gegner wahrscheinlich wieder schwerer. Werden wir sehen. Ui. Oh, das war knapp. Auf der Bremse sind wir stark. Ui. Ja, hier sind sie stärker, wie ihr seht. Deutlich stärker. Oh, 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 oh. Ah, das muss man. Ich muss erstmal ins Spiel reinkommen. Auf der Strecke hier. Hey! Da war es doch gelb. Da müssen wir früher bremsen. Mist, Alter. Oh. Schwer. Dann müssen wir zurückspulen. Ich bin froh, wenn wir Macau hinter uns haben. Weil... schwer, sehr schwer auf dieser Schwierigkeit. Es könnte sein, dass wir uns die ganze Meisterschaft hier jetzt versauen. Oh, das ist übel, ey. Ich muss ja auch ein bisschen Gas geben, weil wir überholen müssen. Hau ab da! Der haben wir weggeballert. Weggebumst. Ich mag das überhaupt nicht mit Motorrädern auf Straßenkurse. Die ich nicht. Ich kenne ihn ja auch nicht auswendig. Oh, das hat aber ordentlich was gebracht. Zweiter, ne? Ja. Naja, wenn wir Zweiter bleiben, ist das in Ordnung. Dann haben wir die Meisterschaft im Sack. Aber der Erste, der zieht richtig weg, also den werden wir wohl nicht bekommen. Ich werde es natürlich probieren, aber... Hey! Oh!
Na, der hat Eier. Der hat uns ganz schön stark. Ganz schön stark. Mensch! Oh Mann, Alter! Oh, übelst, Alter. Der fährt voll über uns rüber. Oh Mann, Alter! Also die Strecke, ich hab's ja gesagt, die mag ich überhaupt nicht. Ihr seht ja auch warum. Es ist ja auch viel zu eng mit den ganzen Gegnern. Und die sind jetzt auch sehr stark auf 50. So, hier können wir wieder viele überholen. Hey! Oh Mist, Alter, das sieht ja richtig behindert aus, Alter. Boah. Oh Mann! Wenn wir das hinter uns haben, das sind. So. Na, wir werden bei. Am Ende werden wir Vierter, so. Das. Mit dem Stick auch nicht so einfach, dass man den genau. Oh, schade. Ja, die werden ein bisschen schwächer in der letzten Runde. Oh Mann, du! Nee, das ist keine Motorradstrecke. Das ist einfach so. Ich kenne die auch nicht auswendig, gar nichts. Und die ist sehr schmal auch. Naja, aber... müssen da durch. Ach Mensch. Oh, das ist echt assi. Die Strecke hätte ich lieber zu Anfang gehabt. Und zum Schluss Imola und Nürburgring. Das Beste zum Schluss. Das ist nun... Sag mal, das Pferd ist sonst reingefahren. Das ist nicht das Beste zum Schluss. Das ist das Schlechteste zum Schluss. Oh, ich krieg eine Krise, Alter, wirklich. Glaub mir, das könnt ihr auch nicht viel besser. Vor allem die Gegner sind auch jetzt auf 50%, sind aggressiver. Ich aber auch.
Bumserei hier. Aber wir haben die Meisterschaft im Sack. Also das ist so wirklich mal gar nichts, ja. Nee. Wir hauen uns hier alle hier die... So, auf der Bremse. So, jetzt müssen wir die nur noch hinter uns halten. Dann haben wir den zweiten Platz sicher. Mit Glück. Na? Einer kommt vorbei, aber mehr nicht. Den holen wir uns noch. Ne, da müssen wir zurückspulen. Das ist ein... Also wirklich, die Strecke hätten sie sich schenken können. Ich kann mir nicht... Dritter Platz. Ich kann mir nicht... Leidenschaft ist die Kunst. Ja, das sehe ich genauso. Ein guter Satz. Leidenschaft ist die Kunst. Ja, wie gesagt, also die Strecke ist mal gar nichts. Aber wir haben einen dritten Platz. Ich hoffe, dass das gereicht hat. Oh ja, hat zum Glück gereicht. So, jetzt kriegen wir noch eine geile Präsentation und noch ein geiles Bike. Haben wir gewonnen. Wunderbar. Ne, die Strecke hätte ich lieber zu Anfang gehabt. Und zum Schluss Imola und zum Schluss Nürburgring. Egal. Das haben wir hinter uns. Oh, hier gab es für die Meisterschaft 12 Sterne. Das ist natürlich richtig geil. So, jetzt kriegen wir noch eine geile Präsentation. Mal gucken, was das für ein Bike ist, was wir gewinnen. Genau. Kaboom. Kawasaki Ninja. Die fahren wir in der nächsten Folge. Ein bisschen älter ist sie schon. Roll. Die werden wir uns auch nochmal anschauen. Und ein neues Band. Wie viel haben wir jetzt? Ach, das haben wir auch abgeschlossen. Ja, die werden wir natürlich auch machen. Das wird bestimmt richtig geil werden. Noch mehr. Oh ja. Ein Moment, das ist geil. Ich sage euch gleich warum. So. Da kommt ein Video, das... dort steht auch Video abspielen. Das werden wir natürlich auch noch machen. Ich zeige euch einfach mal das Video. Jetzt noch was im Schluss, bestimmt geil. Pass auf. Du stehst kurz vor einem Abenteuer. Eine Reise in eine Welt voller Herausforderungen und Emotionen. Du wirst die schönsten Motorräder der Welt fahren, die so unglaublich sind, dass sie ihren mechanischen Zustand übersteigen und eine Seele enthüllen, die nur den besten Fahrern würdig ist. In ihnen stecken die Träume und Ideen ihrer Schöpfer und ihre Stahlherzen sprechen unsere einfachsten Instinkte an. Tempo, Style, Adrenalin oder Genuss, was auch immer du suchst, du bist Teil dieser Welt. Hier findest du alles, was du dir schon immer gewünscht hast. Welches Ziel du auch verfolgst, hier wirst du den perfekten Begleiter dafür finden. Willkommen bei deiner Leidenschaft. Willkommen bei Ride 3. Ja, das werden wir natürlich machen in den nächsten Folgen. Das ist natürlich auch, da gibt es auch noch ein Video. Aber was richtig geil ist, wir haben jetzt ein neues Band. Ne, ein Band ist das nicht. Ich zeige euch das mal. Hier haben wir jetzt freigeschaltet. Zoom. Das goldene Zeitalter der Superbikes. Das machen wir in der nächsten Folge. Moment mal. Haben wir das schon gezockt? Nö, ne? Nein, haben wir noch nicht gezockt. Ich sage euch nämlich gleich warum. Ja, da oben steht 13 von 17. Was das heißt, weiß ich nicht. So, das goldene Zeitalter. Weil das brauchen wir.
Hierfür. Pass auf. Die Maschinen sind alle gesperrt. Und ja, entweder die, das ist natürlich klar, die braucht man, da braucht man das Free. Ach, das hätten wir uns schon runterladen können. Das sind die Gratis-DLCs. Ja, und hier steht eben, die kriegen wir Schlüsselband das goldene Zeitalter ab. Hier brauchen wir Motorradlegenden. Boah, die dreht bis 13.000. Ja, und damit wir das machen können, also der Ursprung der 600er Sportbikes, haben wir jetzt freigeschaltet. Machen wir in der nächsten Folge das goldene Zeitalter der Superbikes. Und danach werden wir natürlich das hier machen. So. Und wir wollen uns natürlich das neue Motorrad noch angucken. Kawasaki ZX7RR. Ja, das ist bestimmt eine geile Karre. Renn und Bau ist auch verfügbar. Schauen wir uns mal an im Showroom. Ja. Früher hatten die immer Doppelscheinwerfer. In dem Zeitalter. Ja, ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Weiß man nicht. Ach, ich wollte euch noch die andere zeigen. Moment, die brutale. War das eine Benelli? Nee, ne? Ich muss mal kurz überlegen, wenn ich die Marke sehe. Brutale. Ja, wir können das ja überfliegen. Honda war es definitiv nicht. Ich glaube, das war hier weiter zurück. Triumph, ne? Nein. Wo ist die Brutale? Da ist sie. Ja, die hat 8,2 Beschleunigung. Und wir hatten einen Track Race. Da habe ich die ganze Zeit nicht geschafft. Also ich habe bestimmt 6, 7 Motorräder ausprobiert. Auch die Horrex. Hier auch die Horrex haben wir ausprobiert. Die ist übrigens sehr geil, die Maschine. Aber wenn ihr da Probleme mit habt, dann kauft euch einfach die. Das ist eine MV Agusta, ja. Brutale. Und die haben wir auf 500 Leistungspunkte auch noch getuned. Aber ihr seht, 8,2 Beschleunigung. Und wenn wir jetzt die mal nehmen, die haben wir vorhin gefahren, 7,5 nur. Da kann keine mithalten. Gar nichts. Die Brutale ist in der Beschleunigung wirklich brutal. Und die werden wir als Rennumbau auch noch umbauen. Gut, meine lieben Freunde, das Let's Play geht schon wieder 54 Minuten. Aber das ist noch in Ordnung. Ja, das war die neueste Folge White 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß. Ja, außer auf der Stadtstrecke, da komme ich nicht so gut drauf klar. Aber macht ja nichts. Gut, ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen recht schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ja, und vergesst nicht, wenn ihr sauberes Wasser haben wollt, habe ich ja zu Anfang der Folge gesagt, das Gerät heißt, also es ist ohne Strom, Akala Standwasserfilter. Akala wird buchstabiert A-C-A-L-A. Bei Google eingeben, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ich habe da die Mini-Version, die kostet 200 Euro. Und so ein Filter, so ein Premium-Kartuschenfilter, kostet 43 Euro, hält aber auch 4 Monate. Alles klar, meine lieben Freunde, das dazu. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye, bye.